Schwerin Sportiv wird Ihnen präsentiert von der Sparkasse Mecklenburg-Schwerin. Sportförderer Nummer 1 in der Region. Das ist es, das neue Prachtstück im Sportpark Lankow. Zum ersten Mal überhaupt spielt der FC Mecklenburg-Schwerin nun vor der neuen Tribüne. Langsam fühlt sie sich. Sie sieht nicht nur gut aus, sondern bietet auch unserem Kameramann einen guten Blick auf das Spielfeld. Dass die Einweihung der Tribüne und die Saisoneröffnung überhaupt an ein und demselben Tag möglich waren, ist den Gästen zu verdanken. Der Lübser SV war so nett, beim Landespokalspiel auf das Heimrecht zu verzichten. So konnte die Saisoneröffnung mit allen Nachwuchsmannschaften stattfinden. Das macht das Spiel noch einmal zu etwas ganz Besonderem für die Mannschaft. Ich glaube schon, wenn man jetzt 2,5 Jahre hier neben dem Bau trainiert, gespielt hat, ist das jetzt ein super Gefühl, jetzt hier einfach hier drin zu sein, aufzulaufen, seine eigene Heimstätte zu haben. Und für mich persönlich ist es nochmal ganz was Besonderes, weil ich habe hier mit 10 Jahren noch vor der ganz alten Tribüne gespielt. Und wenn man das sieht, was sich hier entwickelt hat, ist echt toll, ja. Zu Beginn der ersten Halbzeit mussten die Schweriner erst noch warm werden. Mit viel Ballbesitz und hoher Passquote versuchten sie, die Verteidigung des Lübser SV zu durchbrechen. Dadurch standen die favorisierten Gastgeber sehr hoch und ließen hinter sich viel freien Raum. Diese Chance nutzten die Spieler des Lübser Sportverein und setzten einige gefährliche Konter. Letztlich fiel das erste Tor für den FCM jedoch in der 20. Minute durch Felix Michalski. Wenige Minuten später legte er mit seinem zweiten Treffer nach. Man muss dazu sagen, wir sind natürlich nicht besonders gut in die Oberliga gestartet und die Jungs protzen jetzt nicht vor Selbstvertrauen. Und das hat man in den ersten 15 Minuten gemerkt, aber dann hat man gemerkt, auch jetzt haben sie mehr Sicherheit im Spiel und sie kamen immer besser rein und dann war es eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis die Tore fielen. Auch in der zweiten Hälfte hatte der FC Mecklenburg klar die Oberhand. Dennoch, die Gäste gaben nicht auf und kämpften verbissen weiter. Trotz einiger Torchancen kam der dritte Treffer erst in der 65. Minute zustande. Nach einem Freischuss klärte ein Lübser Gegenspieler den Ball mit dem Kopf. Henning Loy reagierte am schnellsten und beförderte den Ball direkt an den Gegnern vorbei ins leere Tor. Mit 3 Toren und besonders erfreulich ohne Gegentor zieht der FCM also in die dritte Runde des Landespokals ein. Ja, ich denke, wir haben über 90 Minuten das Spiel komplett im Griff gehabt, haben dem Gegner unnützerweise auch 1-2 Chancen zugelassen, was mich auch ein bisschen ärgert, bin ich ganz ehrlich. Aber ich denke, wir haben ja heute eine solide Partie gespielt. Ich hätte mir noch gewünscht, dass wir vielleicht 1-2 Tore mehr schießen. Aber im Großen und Ganzen zählt im Pokal nur das Weiterkommen und das haben wir erreicht. Jetzt konzentriert sich der FCM aber erst einmal auf das nächste Spiel in der Oberliga. Am Freitag, den 8. September, geht es gegen den FC Anker Wismar. Bisher konnte der FC Mecklenburg-Schwerin noch nie gegen die Wismarer gewinnen. Aber bisher gab es ja auch noch nicht diese neue Tribüne. Anpfiff ist 19.30 Uhr im Sportpark Lankow. Schwerin Sportiv wird Ihnen präsentiert von der Sparkasse Mecklenburg-Schwerin. Sportförderer Nummer 1 in der Region.